Jetzt schafft es ja jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt jeder Hauptschüler, vielleicht auch, wenn er das Ziel hat, ins Investmentbanking zu kommen, dann letzten Endes auch ins Investmentbanking zu kommen. Ja. Was würdest du sagen, sind so 2, 3 Eigenschaften oder vielleicht auch mehr, die dazu geführt haben, dass du jetzt eben dein Ziel erfolgreich gemeistert hast, also dass du quasi diesen Weg durchgezogen hast, nicht ins Zweifeln gekommen bist, sondern eben deinen Weg gegangen bist und das jetzt so erreicht hast, wie du wolltest? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die primäre Eigenschaft, die an erster Stelle steht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man die lernen kann. Bei mir ist es, wenn ich das ex post betrachte, unermüdliche Strebsamkeit, einfach unermüdlicher Wille, deinen Weg zu gehen, am Ball zu bleiben und innerhalb deines Interessensgebiet einfach treu zu bleiben. Ja. Ja, also du musst wirklich eine Passion dafür entwickeln, du musst eine Flamme in dir tragen, voll Power geben und neben dem Studium halt auch dich weiterbilden, ganz wichtig. Also du kannst dich nicht nur auf die Module konzentrieren, sondern du musst Bücher lesen, Ansonsten bist du für die Bewerbungsgespräche im IB wahrscheinlich nicht optimal vorbereitet. Absolut, absolut. Ja. Also über Bücher, über Seminare, über Online-Seminare, aber auch auf Messen. Ja, das sind alles Komponenten, die ganz an erster Stelle stehen, wirklich absolut Gas zu geben und das auch auf einer Kontinuität zu machen. Mhm. Ja, also ganz wichtig. Das würde ich als Kern Primäreigenschaft nennen. Ja, natürlich hat man auch mal Phasen, wo man mal durchhängt und mal, aber die Kunst ist es halt, sich daraus rauszuziehen und langfristig zu wissen, wofür mache ich das eigentlich. Ja. Mhm. Als zweite Erfolgseigenschaft oder Faktor würde ich vielleicht sagen. Ich meine, ich setze dich jetzt hier gerade auch in so eine Position, wo du so von dir selber reden musst. Ja, die Erfolgseigenschaft. Also er ist jetzt hier nicht so arrogant oder so, sondern ich setze ihn jetzt hier gerade in diese Position, aber ich finde es mega cool. Genau, gerne was. Die zweite Eigenschaft, die ich persönlich noch aufführen würde, ist, dass viele den Erfolg auch unterschätzen. Ja, also viele sehen halt immer nur Gold und Glamour. Ja. Mhm. Aber ich sag mal, im Vergleich, sage ich mal, zum Gymnasiasten oder gerade wie mich beim Hauptschüler, viele sehen halt nicht, was an Effort, an Lernen dahinter steckt. Ja. Ja. Also es ist unglaublich. Manchen, die leben halt ihr Leben, und die machen Party, die machen Urlaub und das ist auch alles schön und gut, das kann man auch alles machen, mache ich auch, aber bei mir ist es halt so, da gerade die Leute, die von der Hauptschule kommen, die setzen sich, oder wie bei mir in meinem Beispiel, die setzen sich halt Samstag oder Sonntagabend hin, wenn andere Partys machen, und lernen dann, und bauen sich was auf, intensivieren ihr Wissen, und gehen einen Schritt weiter, Die letzte Eigenschaft vielleicht, um es zusammenzufassen, die dritte, die goldene drei, ist Networking, für mich persönlich, ganz wichtig, unterschätzen auch viele über LinkedIn, über Xing, über Social Media. In der Tat sogar ein Praktika darüber bekommen, ganz erstaunlich, also mit den MD zum Lunch getroffen, und es hat zwischenmenschlich gefunkt, super gepasst, mein CV submitted, und so kam das Vorstellungsgespräch, also Networking, auch sehr wertvoll und kann ich auch jedem nur empfehlen, daran zu bleiben. Vielleicht nicht nur auch die Big Player zu analysieren, sondern auch den ganzen Markt, sage ich mal, abzudecken und zu gucken, wo habe ich vielleicht auch noch Potenzial, wo sehe ich jetzt nicht 1000 Leute drauf bewerben. Ja.